Der FC Augsburg und der VfL Wolfsburg trennen sich eins zu eins und das ist ein leistungsgerechtes Unentschieden. Wobei man sagen muss, dass die Wölfe mit sehr, sehr viel Glück in Führung gegangen sind. Denn gerade in der ersten Halbzeit hat Augsburg das Spiel eigentlich komplett beherrscht. Wolfsburg wusste nicht, wo hinten und vorne ist. Die haben sich komplett hinten reindrängen lassen. Ja, aber das Tor ist halt nicht gefallen. Und ich glaube, das hat auch unter anderem damit zu tun gehabt, dass Berisha, der ja gesperrt ist, der ja neue Stürmer für Augsburg, einfach kein Abnehmer wirklich da war und auf einmal aus dem Nichts macht Janik Gerhardt das 0 zu 1 für die Wölfe und das war mit die erste Chance eigentlich. Ballbesitztechnisch war es quasi gleich, Torschusstechnisch war Augsburg klar vorne und haben sich dann auch Anfang der zweiten Hälfte belohnt durch Gummi in der 55. Minute das mehr als verdiente 1 zu 1 geschossen. Ähm, ich würde sagen in der zweiten Halbzeit war Wolfsburg auf jeden Fall besser drin und ich ich glaube einfach, wenn jemand das 2 zu 1 gemacht hätte, ob es Augsburg ist oder Wolfsburg, das wäre nicht fair gewesen. Aber was ist schon fair im Fußball? Deswegen muss ich sagen, das 1 zu 1 ist leistungsgerecht. Den Wölfen bringt das nicht so viel da unten, aber Augsburg bleibt weiterhin ungeschlagen und bleibt weiter oben. In der Tabelle mit dabei und das ist eine starke Leistung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Augsburg gefällt mir dieses Jahr sehr, sehr gut und ich hoffe, dass sie das noch sehr, sehr lange halten können. Wäre diesem kleinen Verein sehr zu wünschen. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Daumen nach oben da lassen, abonnieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Video und ciao.